Die Salzburger Lokalbahn investiert in den nächsten 13 Jahren rund 300 Millionen Euro in ein Modernisierungs- und Ausbauprogramm. Die Kundinnen und Kunden stehen dabei an erster Stelle. Der Hauptnutzen ist einmal eine Verdichtung des Taktes. Also wir versuchen im Endausbau, dass wir in den Hauptverkehrszeiten auf einen 7,5-Minuten-Takt hinunterkommen. Also das ist wirklich noch schon ein straßenbahnähnlicher Takt, damit man wirklich diese Bevölkerungsströme in die Stadt und am Abend aus der Stadt raus verlagern können von der Straße auf die Schiene. Die Gleise sind an einigen Stellen schon sehr in die Jahre gekommen und werden deshalb derzeit zwischen Oberndorf und Bürmoos komplett saniert. Wir sind jetzt hier im Bereich etwas südlich vom Bahnhof Bürmoos. In Richtung Ziegelheiden, Richtung Salzburg. Wir haben jetzt hier im Sommer ein relativ großes Bauprogramm. Wir haben einerseits, man sieht hier das Bestandsgleis, welches wir auf 3 Kilometer Länge mit Großgerät maschinell komplett sanieren wollen, sodass dann mit Ende der Sommersperre das bestehende Gleis komplett saniert ist, genauso auch die neue Fahrleitungsanlage. Richtung Westen entsteht eine zweigleisige Ausfahrt aus dem Bahnhof Bürmoos. Hier werden ab Herbst wieder die ersten Züge fahren. Der Knotenbahnhof Bürmoos selbst wird dann ebenso erneuert. Es werden hier ein großer Inselbahnsteig und ein Randbahnsteig entstehen mit großzügiger Überdachung sowie am Personendurchgang, der die Benedikt-Hütten-Straße mit dem Inselbahnsteig und dem Park-and-Ride-Platz durchgehend verbindet, mit einer barrierenfreien Anbindung von allen Seiten. Ein weiterer Vorteil oder was beabsichtigt ist, ist die Erhöhung der Fahrplanstabilität, das heißt die Kompensierung von Verspätungen. Und natürlich, das ist der große Schwerpunkt bei dem Umbau der Bahnhöfe und Haltestellen, eine Komfortsteigerung. Diese wird nicht nur ab 2023 in Bürmoos, sondern schon ab diesem Herbst in Oberndorf erlebbar sein. Die Salzburger Lokalbahn sucht im Rahmen der Modernisierung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Elektrometall und im Fahrdienst. Alle Infos finden Sie auf www.salzburger.at/karriere.